Stellen Sie sich vor, Ihr Nachbar raubt Ihnen den letzten Nerv. Oder jemand stiehlt Ihr Geld durch Betrug im Internet. Oder Ihre Privatsphäre. Dann können Sie sich gerichtlich wehren. Und das gilt für alle. Denn vor dem Gesetz ist jeder gleich. Aber in Österreich ist es für den Durchschnittsbürger vergleichsweise schwierig, sein Recht einzuklagen. Das liegt vor allem an den damit verbundenen Kosten. Nirgendwo sonst in Europa verdient der Staat derart viel mit seinen Gerichtsgebühren. Eine der größten Errungenschaften des modernen Rechtsstaates ist es ja, dass jeder Klage einbringen kann, der sich in seinen Privatrechten verletzt fühlt. Dabei gibt es im Wesentlichen drei Kostenpunkte. Verliert man den Prozess, muss man auch die Ausgaben der Gegenseite bezahlen. Dazu kommen die Kosten für Anwalt und Gericht dazu. Dabei gilt, je höher der Streitwert, desto teurer der Anwalt und desto höher die Gerichtskosten. Geht es etwa um einen Streitwert zwischen 3.500 und 7.000 Euro, sind knapp 300 Euro fällig. Das sind aber nur die Gerichtsgebühren. Dazu kommen noch Kosten für Anwalt oder Sachverständige und die variieren je nach Fachgebiet stark. Für einen Scheidungsanwalt etwa fallen mehr Kosten an als für Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter. Aber auch im Mietrecht wird es schnell teuer. Geht es etwa für ein kleines Unternehmen um einen Streitwert von 40.000 Euro, sind nur mit dem Einbringen der Klage bereits Kosten von rund 3.000 Euro verbunden. Durch das enorme Kostenrisiko muss sich die Firma also schon sehr sicher sein, den Prozess zu gewinnen. Wegen der hohen Gerichtsgebühren ist die österreichische Justiz europaweit die einzige, die gewinnbringend arbeitet. 2016 kamen so rund 117% der Kosten des gesamten Justizbudgets herein, die Gefängnisse einmal ausgenommen. Der Überschuss oder der Gewinn fließt in das Staatsbudget ein. Mit jeder Klage verdient der Staat also ein bisschen was dazu. Schaut man auf andere Länder, wird klar, dass das alles andere als normal ist. Finnland etwa nimmt nur 8% seiner Justizkosten durch Gebühren ein. Warum? In anderen Ländern werden die Gerichte stärker über Steuern finanziert. Die Gerichtsgebühren sind im Gegensatz zu Österreich eben niedriger und gedeckelt. Das heißt, ab einem gewissen Betrag steigen sie nicht mehr. Hierzulande werden sie dagegen ab 350.000 Euro Streitwert prozentuell berechnet. Und das ohne Limit nach oben. Geht es etwa um 50 Millionen Euro, wird mehr als eine halbe Million Euro an Gerichtsgebühren alleine fällig. Würde die Republik die Gerichtsgebühren reduzieren, müsste sie entweder an anderen Stellen einsparen oder die Steuern erhöhen. Allerdings gilt auch, wer glaubt, sich ein Verfahren nicht leisten zu können, kann Verfahrenshilfe beantragen, also finanzielle Unterstützung. Dies gilt vor allem für Menschen mit niedrigem Einkommen, also Personen, die weniger als 1.500 Euro im Monat verdienen. 2016 wurden so 18 Millionen Euro an Verfahrenshilfe ausbezahlt. Gemessen am Wohlstand liegt Österreich, damit im EU-Vergleich, aber weit unter dem Durchschnitt. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass manche Klagen bis zu einer gewissen Höhe von den Gerichtsgebühren befreit sind, wie etwa Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber. Wer sich in Österreich auf einen Rechtsstreit einlässt, muss sich das im Vorfeld sehr gut überlegen. Gerichtsprozesse sind oft ein unkalkulierbares finanzielles Risiko. Vor allem für Kleinverdiener sind die Kosten fast unerschwinglich.